jetzt ist wieder so eine Situation. Ich habe mich ein bisschen verliebt, aber... Rechts-Links-Kombination. Ha. So. Also mit Sheesh, ja, einem Neusprech-Swag-Wort, wollt ihr euch hier einkaufen. Es gibt noch zwei Plätze in der ersten, einen in der zweiten Reihe und ich freue mich überhaupt, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank. Es ist ja recht spontan zustande gekommen. Ich arbeite mich gerade nach Süddeutschland. Ich habe mit diesen Super-Looper-Konzerten ja ein Ziel, nämlich genügend Balken und Bolzen zu erspielen, sei es als Material, falls ihr Leute kennt, die Europaletten haben, die Balken finanzieren wollen. Ihr könnt es heute Abend tun. Das ist mein doch sehr rudimentäres Modell der kompletten Palette. Eine Bühne, ein Ort für Begegnungen im Hemelinger Hafen, habe ich heute wieder rumgewerkelt. Falls ihr auch gerne handwerkt, könnt ihr in den kommenden Tagen auch mit anpacken. Diekomplettepalette.de oder kurz dkp.online wird euch mit den Infos versorgen. Hier am liebsten Scheine, weil ich habe es natürlich wegen der Baustelle im Rücken und Münzen sind scheiße. Kupfergeld ist eh auch eher eine Beleidigung als alles andere. Da dauert das Zählen länger, als was es wert ist. Also ich brauche euer Bestes, sprich euer Geld, um diesen Ort schnellstmöglich hinzubauen, damit dann am 7. Mai die Eröffnung stattfinden kann im Hemelinger Hafen auf Baywatch, einer brachliegenden Wiese, war sie mal, direkt an der Weser. Klarer Vorteil für Fans von Weserwasser. Einfach mal einen Schein reinmachen. Mit einer Null hinten dran. So, jetzt habe ich lange davon abgelenkt, dass ihr uns nach einem Sheesh noch ein weiteres Wort schuldig seid. Nee, hier, die stehende Fraktion. Hopsen? Mopsen? Im Sinne von Clown? Ich glaube, ich gehe zum Zirkus und werde Mopsen. Räumops! Räumops! Lecker! Das passt auch wieder gut zu wieder nüchtern. Räumops ist ja auch so ein Konterfrühstück. Also wenn man davon nicht kotzt, dann geht es einem eigentlich schon wieder ganz gut. Was habt ihr denn für Ladehemmungen? Gönnung? Ey, ihr seid ja voll drin in dieser neuen... Das ist ja eine gerade Generation. Ja. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Bei dir läuft. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Gib okay, dir warte. Die Gönnung. Bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung, bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung, gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung, bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung, gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung, bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung, gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung, bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung, gib dir die Gönnung. Gib dir die Gönnung, bei dir läuft. Sheesh! Gib dir die Gönnung, gib dir die Gönnung. Schon wieder so ein hässliches Stück Musik geworden. Das kann ich nicht jeder Schuss ein Treffer. Das ist wie beim G36. Auch Menschen machen Fehler. Zu oft werden sie sich fortpflanzen. Nein, nein. Richtig. Ist das ein Fehler weniger? Nein, das sind noch Fehler, die ich machen darf. Fett. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Kann schnell laufen lassen, ich nehme die Pill. So. Weitere. Oh. Also, ihr seid spät gekommen. Wir haben mit Ziegenficker angefangen und haben uns jetzt hochgearbeitet. Jetzt sind wir aber gerade nach einem Höhepunkt, der vielleicht beim Jazz stattfand, sind wir jetzt ziemlich weit unten ins Tal abgestürzt.
war sozusagen hier dieses, wie heißt es, von der Klippe springen mit so einem, na ihr wisst schon, die Typen, die in der Schweiz dauernd im Tal aufklatschen, weil sich ihr Schirm doch nicht, Bassjumpen, genau, wir haben gerade einen kulturellen, ein Niveau Bassjump hingelegt und wie ihr merkt, der Schirm ist nicht aufgegangen.